Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Schwestern und Brüder. Ganz herzlich darf ich Sie am heutigen Abend begrüßen zu diesem Wortgottesdienst, in dem wir miteinander weiterlesen wollen in den Texten des Johannesevangeliums, näherhin im 5. Kapitel. Die Frage heute wird sich stellen nach dem rechten Zeugnis. Wer eigentlich legt es für Jesus von Nazareth ab? Und um es wirklich zu verstehen, dürfen wir allgemeiner fragen, wer sind wir selber eigentlich? Und woher wissen wir es? Auf was gründet sich unser Bild von unserem Leben? Begleiten heute Abend wird uns musikalisch Herr Walter Jordan, und er wird spielen zeitgenössische Musik von Paderborner Komponisten für Solovioline, beginnend mit Hans Humpert, ein Stück mit der Bezeichnung Ruhig.
Meine lieben Schwestern und Brüder, im 5. Kapitel des Johannesevangeliums lässt der Evangelist Jesus den Juden gegenüber so sprechen. Wenn ich Zeugnis ablege über mich selbst, ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist es, der Zeugnis über mich ablegt. Und ich weiß, wahr ist das Zeugnis, das er für mich ablegt. Ihr habt zu Johannes gesandt, und er hat Zeugnis abgelegt für die Wahrheit. Ich aber, von einem Menschen das Zeugnis, nehme ich nicht an. Vielmehr, das sage ich nur, damit ihr gerettet werdet. Jener war die Leuchte, brennend, scheinend. Ihr aber wolltet nichts als euch vergnügen für eine Stunde in seinem Lichte. Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, dass ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, legen Zeugnis ab über mich, dass der Vater mich gesandt hat. Und der mich geschickt hat, der Vater, er hat Zeugnis abgelegt über mich. Weder seine Stimme habt ihr je gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und so, sein Wort habt ihr nicht in euch, dass es Bestand hätte. Denn der gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. Ihr durchforscht die Schriften, da ihr vermeint, in ihnen unendliches Leben zu haben. Auch sie sind es, die Zeugnis ablegen über mich. Und doch nicht wollt ihr kommen zu mir, um Leben zu haben. Verherrlichung von Menschen nehme ich nicht an. Vielmehr habe ich euch erkannt. Die Liebe Gottes habt ihr nicht in euch. Ich bin gekommen im Namen meines Vaters. Doch nicht nehmt ihr mich an. Wenn ein anderer gekommen wäre, in eigenem Namen, den hättet ihr angenommen. Wie könnt ihr zum Glauben gelangen, wo ihr Verherrlichung voneinander annehmt? Doch die Verherrlichung von dem einen Gott her sucht ihr nicht. Vermeint nicht, ich würde euch verklagen beim Vater. Er ist es, der euch verklagt. Moses, auf den ihr Hoffnung gesetzt habt. Wenn ihr nämlich Moses glaubtet, glaubtet ihr mir. Von mir nämlich hat er geschrieben. Wenn ihr aber sogar den Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr meinem Worte glauben? Wir hören von Juliane Jordan, Oktobermorgen.
meine lieben Schwestern und Brüder, wenn wir einen Text aus dem Johannesevangelium lesen, ergeht es uns fast ähnlich, wie wenn wir in einer wolkenfreien Nacht die Augen zum Sternenhimmel erheben. Seit Tausenden von Jahren blicken Menschen auf zu der flimmernden Schar der Sterne und erscheint ihnen der besternte Himmel über ihnen wie eine Versicherung des Gesetzes, das sie im eigenen Herzen tragen. So noch ging es Immanuel Kant vor 200 Jahren. Dennoch wird der Blick zu den Sternen mehr als durch die Wolken des Dunkels getrübt, durch bestimmte Meinungen über das Gesehene. In einem statischen Weltbild versicherten die Sterne das unwandelbare Gesetz der Welt. Und in diese Überzeugung hinein mischte sich für viele alte Magie und alte Mythologie. Eher glaubte man, den Jagdabenteuern des Orion am Himmel zu begegnen, als dass man die Wahrheit über die Geburt neuer Welten im Kosmos verstanden hätte. Die Bildung neuer Zentren der Schwerkraft, die Augenblicke, da irgendwo neue Sonnen, Planeten und vielleicht sogar Leben in den unendlichen Weiten des Raumes und der Zeit sich offenbart. Das Johannesevangelium redet eine Sprache wie schwebend, zeitlos, gültig. Es ist schon schwer zu begreifen, dass in ihr sich ein Blick enthüllt in die Vergangenheit, in eine geschichtliche Bewegung und dass alles, was erzählt wird, im Grunde einem Neuanfang gleichkommt, einem ungeheuren Durchbruch von Wirklichkeit. Die Überlieferung der Kirche war zugleich die Überlagerung dieser Texte durch eine Fülle von ehernen archaischen Vorurteilen. Die Christologie selber wurde für etwas Stehendes mit Ewigkeitsanspruch aus gerade diesen Texten abgeleitet, der Vater und sein Sohn. Jesus in Gottes Sohnschaft und göttlicher Macht. So formulieren es diese Texte und so galt es als Gottes Wort, schwebend, unendlich fern, leuchtend nächtlichen Augen, unangreifbar, unantastbar und entrückt allen Qualen der irdischen. Der Kampf gegen die Juden, jede Zeile dieses Textes atmet noch die Auseinandersetzungen der frühen Kirche mit der Synagoge. Schon das quälende, unerträgliche, dauernde Gegeneinander. Ihr aber beruft euch auf die Schriften und ihr versteht sie nicht. Euch wird anklagen euer Moses, an den ihr glaubt. Das war mal die Sprache der frühen Kirche. Da muss man sie 2000 Jahre lang nachplappern, nur weil es mal so geklungen hat. Und was eigentlich wollte man mit dem Kampf damals gegen die Synagoge? Von welcher Menschlichkeit, von welcher religiösen Erfahrung wollte man Zeugnis geben damit? Das müssen wir herausfinden. Bis in die Winzigkeiten kann man alles missverstehen. Lege ich Zeugnis von mir selber ab, ist es falsch. Nur ein anderer kann Zeugnis ablegen von mir. Daraus kann im Laufe der Kirchengeschichte eine Ordensregel werden, eine jesuitische, die dem Ordensoberen erklärt, wenn du etwas wissen willst von einem Mitglied der Ordensgemeinschaft, frage nie ihn selbst.
Frage die Zeugen an seiner Seite im Geheimen. Verschicke Fragebögen, in denen du dich erkundigst, was von ihm zu halten sei. Paterlei in St. Georgen zum Beispiel. Was hat er gelehrt? Wie lebt er privat? Was denkt er? Welche Gespräche führt er? Ist er kontaktfreudig? Hat er Vorlieben? Marotten? Das alles muss man herausfingern, herausspüren. Und wenn es soweit ist, wird der Papst dem Orden selber die Jagderlaubnis nicht nur, die Jagdpflicht auferlegen. In der Sprache der Kirche die Angelegenheit ist, ordensintern zu regeln. Und augenblicklich werden selbst an der gleichen Hochschule die sogenannten Mitbrüder ihren Bruder anreden, dass er schon immer in einer Art gelehrt hat, die Bedenken erregen musste. Man lässt es die Öffentlichkeit wissen wie ein Nekrolog. Der Mann ist tot, sobald man über ihn schreibt. Und selbst die Anstandsregel der alten Römer über Tote, nur Gutes, wird da zerbrochen, um den Lebenden zu töten. Das Zeugnis der anderen ist wahr. Das kann nicht wahr sein. Befragt man einen Menschen nicht selber, wird man nie etwas Gültiges erfahren. Wovon redet das fünfte Kapitel des Johannesevangeliums wirklich? So äußerlich, missverständlich und missbrauchbar darf es nicht bleiben. Dogmatische Christologie, antijudaistische Vorurteile, menschliche Entfremdung. Was dieser Text wirklich meint, werden Sie noch im Ohr haben vom letzten Samstag. Vers 25. Bei Gott, ich sage euch, die Stunde kommt. Und jetzt ist sie, wo die Toten die Stimme des Gottessohnes hören werden. Und als Hörende leben werden. Wir müssen diese Erfahrung einmal konfrontieren mit der Wirklichkeit. Es spielt sich in Paderborn, wie der Zufall es will, das 120 Jahre alte Stück von Henrik Ibsen. Gespenster. Es ist das Drama und die Tragödie einer Frau, Helene Alving. Sie wird an entscheidender Stelle sagen, wir alle sind Gespenster. Nicht nur, was wir geerbt haben, von Vater und Mutter kehrt in uns wieder. Auch all die alten Vorurteile, die Glaubenswahrheiten, die toten, vermoderten Überzeugungen, die wir in uns tragen und nicht abschütteln können. Ich lese die Zeitung und mir scheint, zwischen den Zeilen huschen die Gespenster. Sie sind überall zahlreich wie Sand am Meer. Deshalb fürchten wir uns so vor der Wahrheit. Helene Alving ist eine längst verwitwete Frau, die dabei ist, all das Geld ihres verstorbenen Mannes für ein Kinderheim aufzuwenden. Der folgende Tag soll der Ehrung ihres Mannes, eines Großen beim Militär und eines Großen der Verwaltung, bei Einweihung dieses Kinderheimes, eines wohltätigen Zwecks also, gewidmet sein. In der Nacht zuvor aber muss diese Frau sich konfrontieren mit ihrer Vergangenheit, mit ihrem Sohn Oswald. Sie hat ihn weggegeben, um ihn nicht dem Einfluss seines Vaters auszusetzen. Sie wollte ihr Kind retten.
feiner bis in den Grund, zerstörten Ehe. An der Stelle ihres Mannes hat sie diesen Jungen geliebt. Der aber, in der Fremde seine eigene Mutter kaum kennend, kehrt zu ihr zurück wie zu einer Fremden. Nicht Liebe hat er erfahren, fast Gleichgültigkeit. Dafür wurde das Bild seines Vaters wie eine heilige Ikone, wie ein lebendes Denkmal in seiner Seele aufgerichtet. Und es wird die Tragik dieser Mutter sein. Das Bild ihres Mannes in der Seele ihres Kindes zerstören zu müssen, um ihn wiederzufinden als lebend. Der Kampf mit den Gespenstern beginnt. Das alles wird vermittelt durch einen Pastor, Mandas mit Namen, der als seiner Zeit die Ehe auseinanderzubrechen suchte und Helene Alving zu ihm floh, gegen seine eigenen Gefühle der Zuneigung ankämpfend, sie dahin bestimmte, in ihre Ehe zurückzukehren. Ein Triumph der Moral, des Anstands, der Seelsorge, muss man glauben. Es war, meint Helene, seine schlimmste Niederlage. Er hat nichts begriffen von der menschlichen Wirklichkeit. Denn die lautet, dass der alte Alving ein Alkoholiker, ein Frauenheld, ein Syphilitiker war. Sie hat ihn jahrelang ertragen müssen. Sie hat den Betrunkenen ins Bett gehoben und ihm gehorchen müssen, noch ihm dienstbar zu sein, wenn er berauscht war und sich berauschen wollte. Sie hat vor der Öffentlichkeit jahrelang eine Fassade aufgebaut, hinter der eine Wirklichkeit lauerte, die niemand erschauen durfte. Jetzt aber muss diese Frau Schlimmeres erfahren. Ihr Sohn, der all ihre Hoffnung war, ein zukunftversprechender Maler in der Kommune in Paris, hat von einem Arzt sich bescheinigen lassen, unrettbar krank zu sein. Hinter seiner Stirn haust die Verwesung, modert der Tod, zerrütten sich die Nerven. Es ist die Angst vor den syphilitischen Zusammenbrüchen, deren ersten er schon über sich hat ergehen lassen. Es ist die Angst vor einem Leben, das schon tot ist, weil es an sich selbst kein Leben mehr ist. Schuldlos wurde ihm das zugefügt, noch ehe er auf die Welt kam. Es ist sein Schicksal, an dem Helene ein Stück tiefer noch die Wahrheit erkennt. War ihr Mann wirklich nur dieser Wüstling und Seifer, dieser infame, skrupellose Menschenverächter? War es nicht vielmehr, dass sich ein hohes Maß an Glück, an Empfindung für Freude ausspannte in einer viel zu kleinen Welt und erstickt wurde? Wie wäre da ein Waldboden, reich durchtränkt und fruchtbar, in der Wärme der Sonne begabt zu so viel Schönheit und Leben, aber dann abgeschnürt, wie unter Zellophan verpackt. Und es kämen nur noch Pilze und niedere Ferne aus dem Boden hervor.
und erstickten jede Regung höheren Daseins. Die Schuld des Kammerherrn Alwin war nicht einmal seine persönliche. Sie lag in den Gespenstergedanken einer Zeit, die Entfaltung und Glück nicht länger zulässt. Ein Mädchen, Regine, ist von ihm gezeugt worden, außerehelich, das nun beschließen wird, auf seine Art ins Leben zu treten. Und man weiß nicht, ob die Kühle und Kälte, mit der sie es sagt, Fähigkeit zum Glück irgend noch zulässt. Die letzte Szene wird die einer Ibsenschen Pieta sein, eine Frau, die gebeten wird, von ihrem eigenen Sohn ihm das Gift zu geben, das ihm die Qual der Lebenden erspart. Und was nun wird die Pflicht einer Mutter sein? Es ist erschütternd, Ibsens Theaterstück von vor 120 Jahren. Der Grabesbewohner, der lebendig Toten, der Gespensterexistenz des menschlichen Daseins zu konfrontieren, einmal mit dem 25. Vers des 5. Kapitels des Johannesevangeliums. Diese, die Toten, werden die Stimme des Gottessohnes hören. In Ibsens Drama hören sie die Worte des Gottessohnes vermittelt durch den achtbaren Pastor Mandas. Er hat nichts zu sagen. Kein einziges Wort außerhalb der bürgerlichen Moral. Er kennt das Gesetz so genau. Er weiß, was man verurteilen muss, was man befehlen muss, was man verbieten muss, wie Menschen zu sein haben, wie eine Ehe auszusehen hat, was richtig ist und schlecht, was die Tugend ist und das Laster. Seine Welt ist so banal, trivial und klein. Er selber ist wie die Geburtsstätte aller Gespenster. Dabei ein gutwilliger Kerl. Mit Blick in die Zeit muss man denken, nichts hat sich geändert. Wären doch seine Nachfolger wenigstens noch von Schrot und Korn, wie in den Tagen Ibsens, dass sie wie mit dem Kreuz in der Hand in eine zerbrechende Ehe eindringen würden, um Moral und Anstand wiederherzustellen. Anders zu denken haben sie nicht gelernt, nur sich geschmeidiger anzupassen. Die Gespenster sind Flüge geworden, gewissermaßen, aber von einer Botschaft, die Menschen aus den Gräbern holt, diese lebendig macht, die ihnen eine Chance gibt, selber zu reifen zum Glück. Davon ist kaum die Rede. Lesen wir das, was wir eben gehört haben, einmal unter dieser Fragestellung. Die Art und Weise, wie das Johannesevangelium sich ausdrückt, ist an den Wortschatz dessen gebunden, was wir in der Antike die Gnosis nennen. Ihre Worte sind uns fremd, das, was sie bezeichnen, aber aktuell und modern, fast auf überraschende und erschreckende Weise. Wenn ich Zeugnis gebe über mich selbst, ist mein Zeugnis nicht wahr. Wovon ist denn da die Rede? Ein anderer muss Zeugnis geben für mich. Setzen wir statt Zeugnis menschliche Wirklichkeit und Wahrheit ein. Dann lautet die Frage, die in diesen Worten sich verbirgt: Wie kommt denn ein Mensch dahin, zu wissen, wer er selber ist? Wie kann er die Wahrheit seiner eigenen Person kennenlernen? Man sollte denken, jeder hat ein gewisses Gespür für das,
was ihn im Leben möchte, wozu er bestimmt ist. Und gewiss ist das richtig. Dennoch aber ist es wie mit den Blumen im Boden. Sie können nur leben unter der Wärme der Sonne. Alle Kraft, sich selbst zum Vorschein zu bringen, empfangen sie von außen. Einfacher gesagt, nicht einmal unser eigenes Gesicht könnten wir in seinen Zügen erraten, ohne die Reflexion des Bildes in einem Spiegel, den wir uns gegenüberstellen. Unser eigenes Körper-Ich vermögen wir nicht von uns selbst her zu erfassen. Um wie viel weniger das, was wir als Personen sind, in der Wirklichkeit unseres Menschseins. Kein Spiegel wird uns dabei helfen. Dringend aber benötigen wir die Augen eines Menschen, der uns wirklich liebt. Und das nun ist die ganze Überzeugung, aus der heraus Jesus redet. Er nennt diese Augen, in denen er sich findet, die ihn anschauen, gütig, bejahend, voller Bestätigung, sein Vater. Augen wie hinter dem Sternzelt. In ihm aber fühlt er sich geborgen, empfindet sich selbst als gewollt, geliebt, bejaht, bestätigt. Und das ganze Leben wie ein Geschenk. Alles hat der Vater seinem Sohn gegeben, sagte Jesus vorweg noch. Das ist sein Grundgefühl, aus dem heraus er existiert. Es ist der Punkt, der ihm für unerschütterlich gilt. Versuchen wir herauszufinden, wie es sich damit verhält, lässt uns das Johannesevangelium fast im Stich. Es ist, wie wenn es nur noch sehr spurenhaft Hinweise geben wollte, als möchte es vermeiden, uns mit fertigen Gewissheiten zu erdrücken und uns vielmehr auffordern, diese fast verwehten Spuren selber zu betreten, damit sie die Gültigkeit eines Wegs zur Wahrheit erweisen. Eine dieser Spuren hier lautet Johannes der Täufer. Kaum gesagt, nimmt Jesus das Wort schon wieder zurück. Johannes hat über mich Zeugnis abgelegt, erklärt er, aber ich sage das nur, damit ihr gerettet werdet. Es ist nicht das gültige Zeugnis. Johannes redet nie über den historischen Jesus. Aber die Erfahrung, die der Mann aus Nazareth am Jordan gemacht hat, als sein eigener Lehrer, der Täufer, ihn in die Fluten des Jordan senkte zum Zeichen der Taufe, müssen nach dem Zeugnis aller Evangelisten zentral gewesen sein. Man kann zu Johannes dem Täufer stehen, wie Jesus hier seinen Gegnern es unterstellt. Denken wir uns sein Auftreten nur einmal in unseren Tagen. Der versucht jemand in Fragen der Religion einen neuen Ton, ein neues Wort zu singen und zu sagen. Und die Leute sind fasziniert. Hier spricht jemand, da spüren sie, der nicht das Hergesagte, das Auswendiggelernte, immer wieder repetiert, erschöpft das, was er sagt, aus seinem eigenen Herzen. Es ist vermittelt aus seiner eigenen Erfahrung. Und er hat so etwas Dringliches, Beschwörendes, Unbedingtes in seinen Worten. Sie kommen in Scharen. Gesetzt, das wollte sich in unseren Tagen aufführen, könnten wir sofort wissen, was Jesus sagen will, wenn er hier in der Sprache des Johannes erklärt. Johannes war ein Licht, leuchtend,
wärmend. Aber ihr hattet nötig, eine Stunde euch zu belustigen in seinem Licht. Wir müssten sagen, käme Johannes der Täufer wieder, wir hätten nichts weiter als ein Medienspektakel. Sie würden die Suffiten einschalten, sie würden alle Beleuchtungen aufbieten, sie würden die Kamera schnurren lassen, sie würden die Mikrofone einschalten und sie hätten ein Possenstück für eine Stunde. Es wäre wunderbar. Eine Unterhaltungskomödie, Religion einmal spannend, oh ja. Und wie viele gehen dahin und was haltet ihr von Johannes dem Täufer? Seid ihr dafür oder dagegen und was tun die Priester im Tempel? Oh, die Herausforderung, eine Volksbewegung in Religion. Das ist etwas Spannendes, darüber zu schreiben. Nur für das Amüsement. Was Jesus hier meint, ist, dass man durch Johannes den Täufer hindurchgegangen sein muss, sonst wird man nichts begreifen. Der Mann ist entscheidend, aber nur, wenn er zur Entscheidung zwingt. Und das, was von ihm ausgeht, ist die Entdeckung eines ungeheuren Schattens in seinem Licht. So muss Jesus das erlebt haben. Betroffen. Etwa 30-jährig. Der Tempel in Jerusalem hat ihm nichts zu sagen. Das Abschlachten von Hunderten von Stieren für irgendein eifersüchtigen Gott ist ihm obsolet. Aber am Rande der Wüste, am Jordan, plötzlich der Klang, der Ruf des Kostbarsten der Bibel, die Stimme eines Propheten, das hat ihn angezogen. Und er hat gehört, wie Johannes redete. Es ist eine einzige Dramaturgie der Angst, der Apokalypse. Die ganze Welt steht am Abgrund, glaubt Johannes. Und es kann nicht lange dauern. Alles ist am Ende, woran die Leute glauben, was sie für wichtig nehmen. Ihre Interessen, ihre Einrichtung, ihre Konventionen, ihre Gesetze, ihre Moral. Nichts stimmt von alledem. Es ist nicht mehr getan mit irgendeiner Reparatur. Es muss alles neu werden. Und fast hilflos, beschwörend, setzt er es in das Zeichen des Untertauchens im Jordan. Eine Sündflut, die jeder für sich vollzieht. Jesus muss dem zugehört haben, mit dem Gefühl, dass der Mann am Jordan völlig recht hat. Genau so verhält es sich. Alles, was gesagt wird über Gott, ist eine einzige Lüge. Was man gesellschaftlich wichtig nimmt, ein einziger Irrtum. Das, was das Leben der Menschen bis in die Details hinein gestaltet, die blanke Zeitvergeudung. Aber wenn das alles so ist, ist es denn dann möglich zu sagen, ich ändere mein Leben? Ist nicht auch das Irrtum? Hat es dann überhaupt noch Sinn zu glauben, wie Johannes das versucht, wenn Menschen umkehren, Buße tun, ihr Leben dramatisch mit einem Entschluss ändern, gewissermaßen die Magie der charismatischen Bewegung an sich vollziehen? Heute Nachmittag im Beten vor Gott wird das ganze Leben mit göttlicher Macht anders. Kann denn das so gültig sein? Jesus muss die Taufe im Jordan erlebt haben wie einen Untergang, wie ein Ende. Buchstäblich wie einen Tod. Und gemeint haben, so verdiene er es, er selber. Johannes hätte recht zu sagen, Gott ist eine furchtbare Gewalt. Gestraft. Und wir Menschen haben keine Chance. In dem Moment, wo Jesus bis zu diesem Äußersten kam, muss er gespürt haben, dass wer sich Gott überlässt, einem anderen Gott begegnet. Die Sprache des Mythos, der Legende, schon im Markus-Evangelium sagt, in dem Augenblick habe sich der Himmel geöffnet vor Jesu Augen.
Und innerlich, geistig habe er sich Gott verbunden gefühlt, wie wenn es herabsteigt zu ihm in Gestalt einer Taube. Ein neues Wort. Du bist mein Sohn. Theologisch wird das zurückgeführt auf alles Mögliche bei Jesaja, die Gottesknechtslieder, eine lange Tradition. Wie aber wäre es, es handelte sich um eine einfache menschliche Erfahrung, die Jesus für sich macht und fortan jedem weiterschenken möchte. Sich Gott zu überlassen, das bedeutet, aufzustehen aus dem Jordan und frei zu sein und einem offenen Himmel und zu leben aus der Grundlage einer grundlosen Vergebung. Und weil selbst sie, die Vergebung, immer noch am Gefühl der Schuld und der Sünde klebt, sollte man noch allgemeiner sagen, was sich da formt, ist das Empfinden einer grundlosen Bejahung. Deshalb das Bild vom Vater oder der Mutter, weil da etwas ist, von dem alles Leben kommt und ausgeht. Und nur im Glanze dieser Güte, nur im Lichte dieser Liebe, wird ein Mensch je dahin kommen, zu wissen, wer er ist. Das ist das ganze Zeugnis. Bis in diese Wurzel hinein, unzerstörbar durch die Irritation von außen, Liebe zu glauben und Liebe zu leben. Johannes der Täufer ist nur ein Durchgang und ein Übergang gewesen. Aber das nächste Stichwort, das Jesus in diesem Text nach Johannes gibt, lautet: Glaubt doch dann den Werken, die der Vater mir gegeben hat. Wir im Deutschen lieben es, solche Verben zusammenzusetzen. Man weiß nicht, soll es heißen, die Werke, die Gott gegeben hat, im Sinne von ermöglicht, geschenkt oder aufgegeben, aufgetragen hat. Ganz sicher beides. Da ist etwas, das man als Geschenk erlebt, überhaupt zu leben. Und daraus wird die Wirklichkeit einer überfließenden, reichen Sehnsucht, den anderen genau dieses Gefühl mitzuteilen. Die Wirklichkeit der Person Jesu, die sich in seinen Werken spiegelt, ist keine andere, als den Glanz in sich aufzunehmen und weiterzugeben, in den er selber getaucht ist, im Moment der Taufe am Jordan. Das ganze Gespräch hier hatte seinen unmittelbaren Anlass einmal in der Wundergeschichte, die uns erzählte, wie ein Mann nach fast 40 Jahren der Lähmung, der Hoffnungslosigkeit und der Verzagtheit am Teich der Gnade in Jerusalem, am Teich Bethesda, von Jesus aufgefordert wird, seine Bahre zu nehmen und sich selber aufzumachen nach Hause. Den Sabbat zu vergessen und einzutreten in die Ruhe, die Gott uns schenkt. Es ist das eines der Werke Jesu im Johannesevangelium, die zeigen sollen, welch eine Wirkung von dem Mann aus Nazareth ausgeht. Alles lebt in ihm. Es ist, wie wenn sie das Spiel mancher Kinder als Lebensgrundlage sich zu eigen machten. An einem schönen Sommertag sehen sie, wie die Sonne ins Zimmer hineinfunkelt und entdecken, dass sie sich bricht
auf den glitzernden Oberflächen einer kristallenen Schale, der Brille ihrer Eltern und fragen erstaunt, warum eine kleine Glasscheibe so viel Helligkeit ihrerseits verbreiten kann. Der Vater und die Mutter erklären dann dem Kind das Gesetz der Reflexion. Etwas, das ganz hell ist und alles zurückgibt, was es aufnimmt, wirkt wie ein Spiegel. Das Kind wird dann gern einen Spiegel nehmen und versuchen, wie weit es mit der Sonne aus der eigenen Hand leuchten kann. Kilometerweit wird es entdecken, so dass es die Augen aller, die dort hineinschauen, blendet. Was aber wäre, wir lebten grad so, wir nähmen die Sonne in uns auf, hielten sie nicht für uns fest, sondern gäben sie weiter, das Licht und die Wärme. Johannes wollte das, aber von Jesus erfährt man's. Gelähmtheit hält nicht mehr fest. Die Totenkammern schließen sich nicht länger. Was müsste man Helene Alving sagen, ihr liebstes Theaterstück, dass sie leben könnte? Wie würde das Stück sich fortsetzen, wenn der Vorhang fällt und das Leben weitergeht bei jedem Zuschauer? Er müsste ohne Zweifel anknüpfen an der Stelle, wo sie selbst am mutigsten war. Ein Mensch hat das Recht, glücklich zu sein. Er darf sich nicht erdrücken lassen von der Zwangsmoral aller anderen. Das sagte Helene Alving wirklich dem guten Pastor Manders. Mir scheint, Recht und Pflicht, das ist doch der Grund allen Unglücks, dass man nie schaut, was in Menschen vor sich geht, sondern für alles schon die Korsettage verpasst. Immer schon die Knochen, statt sich auswachsen zu lassen, zusammenbiegt, wie man sie braucht, zu einem verlogenen und verformten Leben. Man müsste das Recht dieser Frau bestätigen, freie Gedanken zu haben und das zu äußern, was alle längst schon fühlen, nur keiner sagen darf, unter der Moderdecke der allgemeinen Meinung. Man müsste ihre schwerste Stunde begleiten, zu erkennen, dass das, was sie liebt, mehr als sich selbst, durch fremde Schuld zerstört sein kann. Und dass es nie wird wachsen können, ohne das Beispiel, das sie selber geben würde, mit der Erlaubnis, glücklich zu sein in ihrem Leben. War es denn richtig aus Enttäuschung über den Kammerherrn Alving, jede Liebe haben fahren zu lassen und sich zum Opfer noch abzuringen, es heiße zu lieben, das eigene Kind wegzugeben? War es denn schon richtig, ein lebendes Wesen zu nehmen, wie ein Ersatz für das eigene Dasein, wie ein Trost, der zwar aus dem eigenen Leib, aus der eigenen Seele genommen wurde, aber dann doch auch ein eigenes Recht hat, zu sein? Man müsste all die Verzweiflung noch einmal ins Wort nehmen und jedem, dem Kranken und dem Gesunden, dem Zurückbleibenden und dem Aufbrechenden, die Wahrheit zumuten, die in ihm liegt. Ibsen hat ja so recht, weil die Welt voller Gespenster ist, sagen wir voller falscher Schuldgefühle, voller falscher Vorurteile, voller falscher Meinungen, riskieren wir uns nicht. Aber genau darauf käme es an. Die Ehrenfeier am anderen Morgen für Kammerherrn Alving kann man ohne dies vergessen. Sie wird nie stattfinden. Aber was soll dann die ganze bürgerliche Ehre, das Ansehen vor den Augen der anderen? Wer wir selber sind, nur das ist wichtig. Und was wir sind, wird sich zeigen.
in der Art, wie wir Güte wirklich leben, an Glück in uns selbst weiterschenken, an Glück. Uns ist nicht möglich zu teilen, erst das eine, dann das andere, sondern die Hand wird sich's reichen und gemeinsam vollenden. Das ist das Zeugnis der anderen, zugleich das Innere und das Innere, die Realität, die das Äußere verändert. Natürlich, man kann noch einmal, gerade weil es hier um alles geht, alles missverstehen. Es gibt die hysterische Attitüde des Missverständnisses. Da ist es wichtig, Religion wie eine Unterhaltung zu präsentieren, ein Rummel der Veranstaltungen zu zelebrieren. Es gibt daneben ernst gemeint, aber nicht weniger tragisch, das schriftgelehrte Missverstehen der Bibel. Es gibt das Wort Gottes. Es gibt Texte, die es bezeugen sollen. Es gibt eine Überlieferung aufgeschriebener Worte, die Gott gesagt haben soll. Und wer sich in diese vertieft, wird er nicht von allein zur Wahrheit gelangen? Muss er nicht einfach tun, was da geschrieben wird? Es ist die feste Überzeugung des Johannesevangeliums selber, ist die Grundlage, warum es ein viertes Evangelium überhaupt gibt, dass man Gott niemals findet, wenn man ihn in fertig geschriebenen Texten sucht. Und jeder, der dieses Evangelium so verstehen wollte, als die Urkunde, in welcher es ein für alle Mal geschrieben steht, würde es in seinem ganzen Kern missverstehen. Johannes lässt vom historischen Jesus kein einziges Wort stehen. Seit Jahrzehnten gibt es schriftliche Überlieferungen von dem, was der Mann aus Nazareth historisch gesagt oder durch die Tradenten ergänzt und zusammengestellt, aber immerhin in irgendeiner Weise geäußert hat. Im Johannesevangelium überhaupt nicht. Er möchte gar nicht, dass man sich an irgendetwas, das jemand mal gesagt hat, klammert. Dass irgendein Stück Historie zum Rettungsanker wird. Es kann nach seiner Meinung nur die Gegenwart verstellen. Entweder das Göttliche redet jetzt aus ihnen ganz, lebendig also, oder überhaupt nicht. So entwickelt sich an dieser Stelle gleich der nächste Gegensatz. Die lebendige Wirklichkeit, die bezeugt etwas über den Menschen und über Gott. Und daran jetzt gemessen, muss man verstehen, was man aus heiligen Schriften lernen kann. Sie beziehen sich entweder auf das Leben selber oder sie gehen daran vorbei. Sie tragen es, kommentieren es, ermöglichen es oder stehen ihm im Wege. Man kann das, was lebendig ist, in den geschriebenen Worten nur vom Leben und auf das Leben hin verstehen. Anders bleibt nichts als der Tod. Alle Schriftgelehrsamkeit setzt das Vergangene an die Stelle des Augenblicks heute. Um 1820 hat das sehr entschieden, wie ein Wetterleuchten über der protestantischen Theologie des vergangenen Jahrhunderts, Friedrich Schleiermacher gesagt, ein frommer Mensch braucht nicht die Bibel, er ist die Bibel. Und wollte damit sagen, entweder steht in der Bibel etwas, das uns hilft, stärker zu lieben, intensiver zu hoffen, uns mutiger zu vollziehen. Und dann trägt es das Wort Gottes in sich selbst. Oder wir lesen etwas anderes in der Bibel und dann können wir sicher sein, dass es das göttliche Wort nicht trägt. Maßstab für Gott in den Schriften ist die Liebe und die Menschlichkeit. Sie sind die Garanten, die Wahrheit zu finden. Die Schriften zu messen am Leben selber. Das ist die Erklärung. Es hat im Stundenbuch einmal Rainer Maria Rilke 100 Jahre fast nach Schleiermacher in 4 Zeilen versucht zu sagen, was sich geändert hat am Theologen Gott, am Schriftgelehrten Gott,
am Prüfstein der Fundamentaltheologen und Ideologen. Er meinte, du darfst nicht warten, dass Gott zu dir geht und sagt, ich bin ein Gott, der sich erklärt, macht keinen Sinn. Da musst du denken, dass er dich durchweht, seit Anbeginn. Und wenn das Herz dir glüht und nichts verrät, dann wirkt er drin. Alles, was Johannes zu sagen hat, ist, dass Gott Geist ist und innerlich ist und eine Wirklichkeit schafft, die sich so versteht. Alles äußere Zeugnis ist nichtig. Es gibt das Zeugnis, meint Jesus, des Moses. Es gibt das Zeugnis der Schriften, sehr wahr. Aber statt die Schriften zu repetieren, sollten wir den Mut haben zu leben, wovon die Schriften erzählen. Paradox genug. Vor Jahren hat ein französischer Exeget, ein Patriarchenforscher, Roland Devaux, mehr als 40 Jahre seines Lebens der Frage gewidmet, ob Abraham, Isaac und Jakob wirklich gelebt hätten, ob sie historische Gestalten waren. Ihr Art historisch muss gewesen sein in der aramäischen Wanderbewegung aus dem Inneren der arabischen Wüste. Zwei Wanderbewegungen, eine nach Osten, nach Mesopotamien, eine andere nach Westen, ins Gebiet Palästinas. Ist das die Berufung aus Ur-Genesis 12? Es wäre möglich, aber dann wären die Patriarchen die Verkörperung eines ganzen Volkes, keine individuellen Gestalten. Und wie viele Jahrhunderte wäre diese Bewegung gedauert? Wie viel Historie prägt sich in ihr aus? Am Ende seines Forscherlebens gestand der beste Experte der Patriarchenforschung, dass er nicht wisse, wie man diese Frage beantwortet, ob Abraham, Isaac und Jakob wirklich gelebt hätten. Wie wäre es, wir brächten 40 Jahre einmal damit zu und suchten Abraham und seine Frau Sarah auf ihren Wanderungen von Ur in Chaldäa zu einer fernen Berufung. Wir gingen mit ihnen, wie sie auf der Flucht sind, vor lauter Hunger nach Ägypten und später nach Gera. Wir fänden einen Mann, der seine Frau ausgibt als nicht die eigene, damit man ihn nicht totschlägt, weil sie so schön ist. Und er wird sein Kind und seine Magd verstoßen vor kleinlicher Eifersucht und rachsüchtigen Hass aus dem Mund einer Frau, die er selber nach der Geburt ihres Kindes, Isaak, zur Freude geboren auf Deutsch, nannte die Fürstin Sarah mit Namen. Und wir begriffen plötzlich unter einem offenen, großen Himmel, wie gering wir Menschen sein können und wie unendlich der Raum, in den wir reifen könnten. Es wäre keine Frage, was die Bibel uns erzählt von vergangenen Gestalten. Sie wäre eine Anregung, selber so zu leben, sich auf den Weg zu machen in eine ferne Zukunft, die wir nicht kennen. Und auf die Suche zu gehen, zwischen so viel an Enge und Angst und Weite und Weisheit. Dann hätte es keinen Sinn, einen Glauben an Jesus zu beschwören als den Sohn Gottes, außer wir lernten selber ein Vertrauen zu finden so groß, dass wir versöhnt werden mit uns selbst und lernen an unserer Seite Menschen so in die Arme zu schließen, dass sie sich selbst umfangen
geliebt, berechtigt fühlen, bestätigt in allem. Nicht Jesu Worte zu zitieren, nicht Glaubensbekenntnisse über ihn zu rhapsodieren, sondern die Vollmacht so zu existieren, das wäre zu begreifen, wieso die Schriften ihn bezeugen und wieso ihr Zeugnis wahr ist. Da kann selbst Moses zum Ankläger werden. Wenn wir von Moses nur wissen, dass er eine Reihe von Gesetzen erlassen hat, die 10 Gebote und dann noch über 600 weitere Gesetze, dann haben wir Moses und haben ihn nicht. Aber sehen wir in Moses jemanden, der ein ganzes Volk bei Nacht und Nebel bei der Hand nimmt und führt es in die Freiheit, durch Meer und durch Wüste, durch Krieg und Verzweiflung, durch Hunger und Durst, in ein Land, das sie nicht kannten und das doch ihre bestimmte Heimat ist. Hätten wir den Aufriss eines ganzen Lebens, und das wäre der Maßstab, alles zu verstehen. Nicht Jesus muss da irgendeinen Vorwurf machen. Das, was er gelernt hat von Moses, ist, zu leben wie er, zu wirken wie er. Das ermöglicht ihm Gott, das erwartet von ihm Gott. Das ist seine Gabe, seine Aufgabe, seine Größe, seine Gefahr, sein Suchen, seine Versuchung, sein Weg und sein Ziel. Vor einer Weile traf ich einen alten Mann, der diese Texte nicht im Sinn trug, aber der sich vorbereitete auf sein Sterben. Und ich dachte, ihm zuzuhören, wird mir helfen, zu verstehen, was es heißt, die Toten hören die Stimme des Gottessohns. Und als Hörende werden sie leben. Dieser Mann hatte viel erlebt, fast 90 Jahre alt, von den Ärzten fast schon totgeschrieben, seiner unheilbaren Leukämie wegen, erklärte er fast heiter, keine Angst zu haben vor dem Ende, das unabwendbar näher kommt. Immer wenn er zurückkehrt nach seinen kleinen Einkäufen im Dorf, betritt er sein Heim, wie er es nennt, mit dem Ausblick auf einen kleinen Garten, über dem die Sonne untergeht. In diesem seinem Heim vermisst er eigentlich nichts. Und der Grund ist, dass er gelernt hat, bei sich selbst zu Hause zu sein. Der Moment, da er es lernte, ist für ihn gebunden an wenige Stunden in russischer Gefangenschaft. Von den 200 Leuten in seinem Lager starben in den ersten 3 Monaten mehr als 120. Der sagte, wenn man sich umschaute, konnte man fast wissen, auf wessen Stirn der Tod das nächste Zeichen prägt. Irgendetwas damals in der Kälte, im Hunger und in der Nähe des Untergangs hat ihn getragen. Er hat dafür kein Wort, er zögert es als Gott zu bezeichnen. Er nennt es das Gefühl, umfangen zu sein. Er macht dabei dieselbe Bewegung, mit der er zufällig über seine Mutter sprechend macht. Und wirklich, wenn er betet am Abend, denkt er manchmal, ob sie es denn hört. Es gibt Augenblicke in seinem Leben, auf die er stolz ist. Er war Lehrer, hat sich um die Lehrpläne vor über 50 Jahren schon nicht gekümmert,
sehr gern Adalbert Stifter gelesen. Ein Verbrechen an der Kulturpolitik nennt er das im Rückblick. Aber er sagt Dichter wie Adalbert Stifter können das Verborgene, Große, zeigen und zeichnen im Kleinen und Unscheinbaren. Menschen wie Sie, fragte ich ihn, sprechen so tief, dass Sie im Grunde zu allen Dingen immer das Gleiche sagen. Was ist das Wort, das Sie Ihren Schülerinnen und Schülern vor über einem halben Jahrhundert sagen wollten? Dass Sie leben sollten, was Sie selber sind. Er wiederholt es nochmal. Dass Sie leben sollten, was Sie selber sind. Und woher wissen Sie, fragte ich ihn, was Sie selber sind? Die ganze Umgebung erklärt Ihnen, wie Sie sein sollen. Ja, deshalb habe ich mit Ihnen Dichtung gelesen, sagt er, damit Sie lernen, tiefer zu hören. Nicht nach außen, sondern nach innen. Und im Inneren auf die Menschen, die sie wirklich lieben. Das ist die ganze Geschichte vom Zeugnis geben am Abgrund des Todes zugunsten des Lebens. Das ist die ganze Wahrheit der Schriften. Das ist das Ende, Zeugnis anzunehmen von anderen. Was die Geschichte über uns schreibt, was die anderen aus uns machen, das alles ist so unwichtig. Aber dahin zu gelangen, dass es im Augenblick gilt, das zählt. Und so sagt dieser Mann, wie zum Abschied, es ist jeder Tag, den ich noch lebe. Ein reines Geschenk. Und unser Gespräch wird ausfüllt, die Räume meines Heims. Er ist gewandert von der Literatur nach dem Tod seiner Frau zu den Museen der Welt, ganz buchstäblich zu den Bildern, und liebt heute noch seine Gambe, die Musik, mehr als alle Worte und alle Bilder. Wir hören zum Abschluss Walter Jordens eigene Komposition Fantasie Adagio.
Aller Namen danke ich ganz herzlich, Herr Jaden, für die wunderschöne Begleitung des heutigen Abends musikalisch und für den Mut, Eigenes zu spielen. Ich sage das absichtlich, weil ich viel weniger mutig bin bei dem, was gespielt werden wird am kommenden Freitag hier in der Paderhalle in Lippstadt schon am Donnerstag, ein Stück über Giordano Bruno.
Wie Sie wissen, habe ich darüber vor 2,5 Jahren ein Buch geschrieben. Der Spiegel des Unendlichen. Daraus geworden ist unter dem Titel »An euren Gott wird niemand mehr glauben« ein Theaterstück, das leider in die Presse gelangt ist, in die Medien, als erstes Theaterstück aus meiner Feder. Es ist weder mein erstes noch überhaupt mein Theaterstück. Ich habe Anfang dieses Jahres die Lizenz dafür gegeben, aus dem Buch eine Bühnenfassung einzurichten. Das war es dann auch. Die Emdinger Kammerspiele kannte ich bis dahin nicht. Sie sind, wenn man so will, entstanden aus einem Schülertheater. Sie haben bisher Stücke geschrieben und aufgeführt zur Diskussion mit Schülern. Und das ist auch das Niveau, auf dem da gespielt werden wird. Es war ein zweiter, wie unbegreifbarer Fehler, wie man in den Ankündigungen den Eindruck erwecken könnte, man habe ein Kunstwerk vor sich, ein großes Theater, das in sich selber ruhen würde. Der Untertitel heißt denn auch Diskussionstheater und das stimmt. Konzipiert ist das alles auf einen Dialog mit den Zuschauern, so sie noch nach der Aufführung da sind. Da müsste der Dialog entstehen. Das deutsche Fernsehen am kommenden Dienstag in der Aktuellen Stunde wird schon mal zeigen, was Sie in Marsberg zu sehen bekommen haben. Es lohnt vielleicht über Giordano Bruno trotzdem nachzudenken und es ist die Stück auch wohl ein Anlass, das zu tun. Und bis dahin geht das in Ordnung und ist nicht verloren. Also kommenden Freitag, wer partout will, um 20 Uhr. Es gibt ernstere Dinge. 19.30 Uhr, oh pardon. 19.30 Uhr. Ich selber habe Herrn Weth, der die Sache betreibt, zugesagt, dabei zu sein. Vorher und hinterher, also 3 Sätze zur Einleitung und ganz sicher zur Diskussion. Eine wichtige Sache. Zur Zeit, als ich den Ernst noch selber aus der Lektüre der Zeitung nicht vor Augen hatte, hat Herr Körting von der Gesellschaft für bedrohte Völker mich hingewiesen auf die Tragödie, die Nigeria sich abzeichnet. Und er möchte heute Abend uns aufrufen, uns zu beteiligen an einer Unterschriftenaktion. Es geht genau genug darum, dass der Shell-Konzern versucht, im Gebiet der Ogoni die Rechte für die Erdölförderung zu kriegen. Und wie es zugeht, siegt natürlich das Kapital über die Menschlichkeit. Der Stamm der Ogoni hat keine Chance zum Überleben. Er versucht, sich zu wehren. Die zentrale Regierung aber setzt ihre Diktatur brutal dagegen. Und das Zeugnis davon haben Sie gerade gestern erlebt, die Hinrichtung von 8 inhaftierten Ogoni-Führern, darunter der Schriftsteller und Umweltschützer Kenzaro Viva. Die Weltproteste gab es, sie waren zu schwach oder kommen zu spät. Sie hätten Macht gehabt, wenn sie sich richten wollten gegen den wahren Kern all der Zerstörung und all des Leids, gegen das Wirtschaftssystem, dem wir folgen, in Gestalt hier nun des Shell-Konzerns. Herr Körting will selber dazu sprechen. Herr Drewermann, dass Sie mir die Gelegenheit geben, ein paar Worte zu den Ogoni zu sagen, beziehungsweise den Aufruf der Gesellschaft für bedrohte Völker einfach zu verlesen. Das dauert nur 3 Minuten. Dann liegen vorne am Eingang, haben Sie sicher schon gesehen, an 10 Stellen Unterschriftenlisten aus, direkt gegenüber der Glastür. Worum es geht, darum, den Shell-Konzern an der Zerstörung des Ogoni-Landes zu hindern, an der vollständigen Zerstörung. Die 500.000 Ogoni in Nigeria müssen den Ölreichtum ihres Landes teuer bezahlen. Ihre Gärten und Felder sind ölverseucht. Ihr Trinkwasser ist vergiftet. Die Luft ist verpestet. Seit über 30 Jahren, also genau seit 37 Jahren, wird im Niger-Delta Erdöl im Wert von mittlerweile 30 Milliarden US-Dollar gefördert. Zwischen 1976 und 1991 wurden nach offiziellen Angaben etwa 3000 Lecks in schlecht gewarteten Pipelines gezählt, also in diesen 15 Jahren. Umgerechnet 4 Lecks pro Woche. Insgesamt flossen etwa 2 Millionen Barrel Rohöl in die Erde. Tag und Nacht lodern die Gasfackeln der 200 Bohrlöcher. Übrigens 14% der Weltproduktion von Shell wird in diesem Niger-Delta gefördert.
Viele Ogoni leiden unter Atemwegserkrankungen und Krebs. Missbildungen bei Neugeborenen sind häufig. Eine Überschrift im letzten Spiegel heißt zum Beispiel, sie haben uns die Nacht genommen. Also diese Fackeln, Gasfackeln erhellen die ganze Nacht. Der friedliche Protest der Ogoni gegen die verheerenden Umweltzerstörungen wird von der nigerianischen Armee brutal bekämpft. Dörfer werden niedergebrannt, die Ogoni sind vor Erschießungen, Vergewaltigung, willkürlicher Verhaftung und Folter in Spezialgefängnissen von Koper nicht sicher und eben auch nicht vor Hinrichtungen. An die 2000 von ihnen fielen seit 1993, wo sich das jetzt verschärft hat, den schweren Menschenrechtsverletzungen zum Opfer und mehr als 30.000 wurden durch die Überfälle der Armee obdachlos und sind Flüchtlinge im eigenen Land. Der britisch-niederländische Konzern Shell hält mit 30% den größten Ölförderanteil in Nigeria. Shell ist für die Vergiftung der Umwelt im Niger-Delta und für die Menschenrechtsverletzungen an den Ogoni mitverantwortlich. Für die Umweltzerstörung haben sie es bereits zugegeben, mehr oder weniger. Für die Menschenrechtsverletzungen geben sie es, wollen sie keine Mitverantwortung tragen. Das, sagen sie, hat die Regierung in Nigeria die Schuld. Zur Zeit des Biafra-Krieges 1967 bis 1970 starben 2 Millionen Menschen in Ostnigeria. Es ist dieselbe Gegend, also Ogoni-Land gehörte damals zu Biafra. Shell beteiligte sich schon damals aktiv daran, die für diesen Völkermord Verantwortlichen zu unterstützen. Nachdem die Bewegung für das Überleben der Ogoni, deren Initiator oder der Kintsaro Viva war, nachdem diese Bewegung in einem Manifest 1990 einen wirksamen Schutz der Umwelt, Verfügungsgewalt über die Bodenschätze, Beteiligung an den Gewinnen und politische Autonomie gefordert hatte, gingen Mitarbeiter von Shell-Auftragsfirmen mit Gewalt gegen Ogoni vor. Und sie riefen auch die Polizei und später dann das Militär herbei. So kam es dann 1993 dazu, dass die Armee intervenierte, um die Fortsetzung der Ölförderung sicherzustellen. Mittlerweile ist die Ölförderung aber eingestellt und das ganze Gebiet ist abgesperrt, militärischer Sperrbezirk, wie es auch damals im Biafra-Krieg nicht zu keiner Förderung gekommen ist. Der Vorsitzende dieser Bewegung, Kintsaro Viva, der für sein Engagement den Alternativen Nobelpreis erhielt, wurde verhaftet schon vor 1,5 Jahren und 8 Monate war er in Isolationshaft und ist gestern, wie es schon gesagt worden ist, zusammen mit 8 seiner Mitstreitern gehängt worden. Die Erdölförderung hat für Nigeria zentrale Bedeutung. 95% der Exporterlöse stammen aus dem Verkauf des schwarzen Goldes. Shell könnte deshalb als Fürsprecher der Ogoni bei der nigerianischen Regierung viel erreichen. Und deshalb die Forderung, die Gesellschaft für bedrohte Völker und eigentlich jeder müsste fordern, die Firma Shell auffordern, sich bei der nigerianischen Regierung für den Abzug der Armee aus dem Ogoni-Land einzusetzen und freien Zugang für Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen zu verlangen. Shell muss die durch die Ölförderung verseuchte Umwelt der Ogoni sanieren und die Betroffenen angemessen am Gewinn beteiligen. Ich danke Ihnen. Dann ganz herzlich, Herr Körting, Sie haben gehört, was mit den Listen ist. Ganz herzlich danke ich Ihnen für Ihr Hiersein heute Abend und wünsche von ganzem Herzen, dass Gott uns begleiten möge durch dieses Wochenende und durch die kommenden Tage. Bis nächsten Samstag. Danke.